Die Bayern ganz in Rot in der ersten Halbseite von rechts nach links. Sören Lerby, der auch heute wieder trotz seiner noch nicht ganz abgeklungenen Verletzung eine überragende Rolle spielte, in der 8. Minute dieser Schuss. Trotz der gut und gern 30 Meter Torwart Grüner wäre hier zu spät gekommen. Aber bemerkenswert, dass die so junge Clubmannschaft vor dieser riesigen Kulisse überhaupt nicht geschockt war. Ihr bester Mann eben am Ball, Dorfner. Und dann Eckstein. Unglaublich schnell. Natürlich die Nürnberger zu Beginn ein wenig vorsichtig, aber man hatte nicht eine Minute den Eindruck, sie wollten sich verstecken. So wenig man von den Bayern den Eindruck hatte, jedenfalls über 80 Minuten, sie wollten das Spiel etwa verzögern. Und da ist Reuter, Eigengewächs aus der Clubjugend und das Tor. ...21 Minuten gespielt und Sie werden gleich sehen, wie geschickt der 19-Jährige nach dem herrlichen Pass seinen Widersacher Wilmer, der hier viel zu weit weg ist von ihm, verlädt und auch Pfaff täuscht. Er orientiert sich jetzt zur Mitte des Tores, ein bisschen ungewöhnlich fast in dieser Situation, und dann hat er keine Chance mehr. 1:0 also für den Club, der wieder erfrischend mitspielte nach 21 Spielminuten. Immer wieder suchen sie den blonden Hansi Dorfner, der ja eine Leihgabe vom FC Bayern München ist. Und immer wieder suchen die Bayern und finden ihn selbst mit solchen Abschlägen. Lerby, Hoeneß dazwischen, Rummenigge, Lerby. Und jetzt passen sie gut auf. Tor oder nicht? Sie sehen am Jubel von Sören Lerby sofort auf Tor erkannt. Das war nur 3 Minuten später und natürlich versuchen wir Ihnen zu zeigen, war es denn nun eins oder nicht. Ich bin sicher, das Hauptthema aller Debatten im bayerischen Fußballlager. Der Schuss mit rechts, die verunglückte Abwehr von Grüner. Und da kommt Thomas Brunner. Und das war der Moment, da er den Ball schlug. Aus unserer Kameraposition nicht zu klären, ob es Tor war oder nicht. Die Proteste aber der Nürnberger Spieler hielten sich in ganz engen Grenzen. 1:1 also nach 24 Minuten. Und wieder hat Grüner Schwierigkeiten bei diesem Schuss des Ex-Nürnbergers Norbert Eder. Hoeneß. Dorfner. Schnell, geschickt. Deckt den Ball gut mit dem Körper ab, hat ein Auge für die Situation und schlägt herrliche Freistöße. Wie hier, kurz vor der Pause. Da hätte Pfaff überhaupt keine Chance mehr gehabt. Der Kopfstoß klatscht an die Latte. Das nachfolgende Gerangel bringt nichts ein. Zur Pause 1:1 und Uli Köhler hat sofort versucht, die Schiedsrichter vor das Mikrofon zu bekommen wegen des Ausgleichstors. Herr Juppe, Sie haben den Treffer gegeben, haben Sie das selbst gesehen? Das selbst habe ich nicht gesehen, aber mein Linie hat mir deutlich angezeigt, dass der Ball die Linie überschritten hat. Herr Kost, haben Sie das gleich gesehen? Sonst, dass der ganz sonst hätte ich nicht das Fahnenzeichen gesetzt. Danke. Eine eindeutige Aussage des Schiedsrichtergespannes. Herr Juppe, der erste Mann, hat nichts gesehen. Sein Linienrichter hat es eindeutig gesehen, also 1:1. Nach der Pause eine etwas veränderte Szenerie. Die Bayern jetzt drückend überlegen. Hartmann, Augenthaler. Winkelhofer. Hartmann war für den enttäuschenden Dremmler ins Spiel gekommen, schon nach 37 Minuten. Er belebte die Bayern-Angriffe auf der rechten Seite. Und wenn Sie diese Szene sehen, lassen Sie sich bitte nicht täuschen. Es gab eine Karte gegen Sören Lerby. Ansonsten, bei allem Einsatz,
und gelegentlichem Foulspiel und Regelwidrigkeiten eine sehr faire Partie. Ein Lob allen Akteuren dafür. Wieder der Bayern-Verteidiger Winkelhofer und Hartmann. Augenthal. Zu diesem Zeitpunkt kam die junge Club-Elf über gelegentliche Konterversuche wie hier nicht hinaus. Dorfner. Und immer wieder Lörby. Mit Pässen nach links und rechts über 30, 40 Meter. Pässen, die vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt immer den Adressaten erreichten. Wie hier Michael Rummenigge, der zum ersten Mal ein Dribbling riskiert und abzieht. In der 65. Minute der Führungstreffer für den FC Bayern München. Torschütze Michael Rummenigge, der bis dahin fleißig, aber nicht auffällig war. Hier lässt der Thomas Brunner erstmal schlecht aussehen. Und dann auch noch Güttler, den ehemaligen Mannschaftskameraden. Und Haider hat dann keine Chance mehr. Auch von diesem Gegentor, und das zeigte sich ja letzte Woche schon, nach dem 0:3 Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach im Nürnberger Stadion, gab die junge Club-Elf wirklich nicht auf. Kein Abseits, aber Pfaff vor Güttler. Und sie erspielten sich jetzt zum Teil zwingende Tormöglichkeiten. Lerby. Winkelhofer, der schon angeschlagen war. Wohlfahrt. Und Glück in dieser Szene für die Nürnberger. Immer wieder die Spieler mit der Nummer 6. Lerby auf der einen und Dorfner auf der anderen Seite. Und nochmal Glück bei diesem abgefälschten Schuss von Norbert Eder. Flügler. Und schauen Sie, was dieser Club Tempo machen kann nach einem Spiel, das von der ersten Minute von Tempo und Dramatik diktiert war. Eckstein. Locker vorbei und dann Pfaff. Zum zweiten Mal wurde bei den Bayern ausgewechselt. Bayer Lorzer kam für den angeschlagenen Winkelhofer, der sich wohl am rechten Oberschenkel wehgetan hat. Aber der Club diktierte jetzt das Geschehen auf dem olympischen Rasen in München. Grahammer, der Libero. Reuter, der Torschütze. Und das war wieder Dorfner. Und jetzt schauen Sie mal zu, was der gute Jean-Marie Pfaff macht. Haut in den Boden, tut sich auch noch weh und den Ball bekommt Dorfner. Klare Sache, Elfmeter für Nürnberg. Schauen Sie, da sehen Sie jetzt gleich den Dreck fliegen, den Ball weniger. Natürlich hatte niemand mit einem solch missglückten Abschlag gerechnet. Und dann hätte Pfaff eigentlich auch noch die gelbe Karte für diese sogenannte Notbremse bekommen müssen. Klare Entscheidung aber von Schiedsrichter Jupe, Elfmeter für den Club. Libero Grahammer, sicherer Elfmeterschütze bei den Nürnbergern.
Und er ist auch noch clever genug, in dieser so wichtigen Situation ein bisschen Nervenkrieg zu inszenieren. Und scheitert. Pfaff, Elfmeter verursacht, Pfaff, Elfmeter gehalten. Aber Sie sehen, er bewegt sich viel zu früh. Hier. Aber der Schiedsrichter schaut nur auf den Schützen und nicht auf den Torwart, der schon in der bedrohten Ecke ist und dann kaum noch Mühe hat, den halb hochgetretenen Ball zu halten. Was mag in dem armen Grahammer vorgegangen sein? Wie glücklich muss Pfaff gewesen sein? Aber die Nürnberger gaben nicht auf. Unglaublich, was diese Mannschaft für moralische Reserven hat. Wie sie auch nach dieser so unglückseligen Situation weitermachte und die Bayern immer wieder in Bedrängnis bringen konnte. Wohlfahrt. Eder mit einer guten Leistung gegen seinen ehemaligen Club und Torwart Grüner. Und wieder geht es in einem unglaublichen Tempo. Wir sind in den letzten paar Minuten nach vorne. Und wieder Eckstein, wieder vorbei und wieder gescheitert. Er allein hätte die Partie für den Club entscheiden können. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Fußballer. Und das, was ihm noch fehlt, das bekommt er noch. Reuter. Eckstein. Viel Glück hatten sie wirklich nicht mit ihren Schüssen. Es blieb beim 2:1 für den FC Bayern München. Nach dem Spiel sprach Uli Köhler mit den beiden Hauptakteuren der zweiten Hälfte. Ja, Jean-Marie Pfaff, es war nicht Ihr Tag und trotzdem Ihr Tag. Erst ein grober Fehler und dann den Elfmeter gehalten. Was war los? Waren Sie nicht konzentriert? Ja, ich muss ehrlich sagen, das gibt nochmal ein Licht. Aber ich war noch nicht sicher, bevor die Ball abgeschlagen haben. Und dafür habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht eine Sekunde nicht genug konzentriert, aber das kann passieren. Dann braucht Abwehr immer an den Torwart zu gucken, wenn ein Abschlag kommt. Und du siehst dann, was kann passieren. Und dann kommt ein Elfmeter. Und dann haben Sie Glück gehabt, aber ja, Sie haben sich auch sehr früh bewegt. Ja, ist immer so. Wenn ich einen Ball raus soll, ist immer sehr früh bewegen. Ich bin von der Meinung, da muss die Jungen besser entscheiden darüber. Das kann ich nicht dafür. Roland, wie war das? Sehr große Nervenbelastung, der Elfmeter? Doch, bestimmt sehr große Nervenbelastung. Aber ich habe schon zwei Elfer geschossen und zweimal das gleiche Eck. Ich glaube, das schon mal nicht am Eck gewusst. Hat Ihnen das was ausgemacht? Weil ich glaube, auch wenn die Regel vielleicht nicht in Ordnung ist, zu früh bewegt hat er sich in jedem Fall und zwar viel zu früh. Es kann sein, dass du zu früh bewegt hast. Ich habe vielleicht zu unplatziert geschossen. Na, dann hat er rausgeholt. Unglückliche Niederlage, glaube ich auch. Doch, ja, ich glaube, Punkt wäre gerecht gewesen. Jean-Marie, sind Sie zufrieden, sicher mit dem Sieg und mit Ihrer Leistung? Aber der FC Bayern hat Glück gehabt. Ja, das kann ich sagen. Der Club ist eine sehr gute Mannschaft. Und wenn Sie so weitermachen, das ist eine Spitzenmannschaft in zwei Jahren. Muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank und damit zurück zur Sportschau. Ja,